Und damit herzlich willkommen zurück bei Democracy 4. Und ja, ich glaube, heute steht uns sogar eine Wahl vor der Tür. Und naja, wenn wir mal unsere Popularität hier einmal anschauen, der Balken ist so dermaßen saftig grün, da mache ich mir erstmal gar keine Sorgen. Mit unserem einen Punkt werden wir in der Runde bestimmt nicht mehr viel machen. Für die nächste Runde habe ich aber ein, zwei Sachen, die ich mir schon mal überlegt habe. Aber erst schauen wir uns einmal hier wieder unseren Quartalsbericht einmal an. Das BIP geht langsam wieder hoch oder es geht generell hoch. Ich glaube generell, schaut euch mal den Etat vom Haushaltsbericht an. 19,91 Milliarden. Ich denke, der Weltmarkt befindet sich immer noch in der Rezession, aber es geht steil wieder bergauf. Wir kommen zurück dahin, wo wir hinwollen. So, erstmal das Event. Besuch bei ausländischen Präsident. Der Präsident eines Landes mit einer boomenden Wirtschaft hat sie zu einem offiziellen Staatsbesuch eingeladen. Der Besuch böte eine hervorragende Gelegenheit, den Handel mit diesem Land voranzutreiben, was wiederum Arbeitsplätze schaffen würde. Allerdings ist das Land wegen seiner äußerst fragwürdigen Einstellung zu Menschenrechten im Verruf. Ja, auch wieder aktuelles Thema. Man sieht, ja, bei China, China tut der eigenen Bevölkerung ja eigentlich nichts. Da geht es eher um diese Uiguren, die sie da systematisch, die sie mehr oder weniger drangsalieren. Zur eigenen Bevölkerung geht es eigentlich. Und bei den anderen Ländern ist es eigentlich eher im arabischen Raum, siehe Katar, siehe bei Saudi-Arabien, jetzt Iran, die Proteste im Iran aktuell. Wahrscheinlich auch ein schönes Beispiel. Jetzt ist natürlich die Frage, denkt man zuerst an die eigene Wirtschaft oder denkt man zuerst dann doch vielleicht an die anderen? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Bei Einladung ablehnen, dieser ausländische Regierungschef hat einen fürchterlichen Ruf, wenn es um Menschenrechte und die Einstellung gegenüber Minderheiten in seinem Land geht. Sowohl die ethnischen Minderheiten als auch die Menschenrechtsaktivistinnen hier sowie die internationale Gemeinschaft werden höchst empört sein, wenn sie der Einladung folgen. Immerhin würden sie damit die brutale Politik dieses Mannes billigen. Annehmen? Sie sollten den Besuch durchführen. Es wäre nicht nur sehr positiv für die Wirtschaft und würde potenziell viel Arbeitsplätze gerade unter den Minderheiten sorgen, die den Besuch ablehnen. Es ist auch absolut unmöglich, das Verhalten anderer Nationen zu beeinflussen, wenn wir bereits vor Treffen mit ihren Regierungskräften zurückschrecken. Ja, es ist wieder so eine Frage. Ich würde fast sagen, man kann Dinge nur ansprechen und verbessern, wenn man auch mit den Leuten interagiert oder mit den jeweiligen Ländern. Das ist schon korrekt. Wenn ich einfach nur draußen bleibe, wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Im Gegenteil, wenn man da jetzt reingeht und vielleicht sogar den westlichen Lebensstil den Leuten ja so passiv darbieten kann, dann orientieren sie sich vielleicht eher dran, auch über Social Media etc. Und vielleicht gewinnt dann so eine Bewegung eher an Kraft, als wenn man sich isoliert gegenüber den jeweiligen Land. Deswegen nehmen wir die Einladung mal an. Ja, mit den Liberalen. Die Liberale, die kriegen wir schon wieder zurück, aber das BIP schön 2% hoch. Ethnische Minderheit, ja. Ja, ist ja gut. Hab schon verstanden, war jetzt nicht so doll, ne? Ansonsten schaut es echt tutti aus. Ich könnte ein bisschen mehr Punkte pro Runde vertragen. Das wäre irgendwie noch ganz schön. Dennoch, Popularität schon wieder runter. Sag mal, immer kurz vor der Wahl. Auf alle Fälle. Ja gut, halt stopp. Ich wollte eigentlich, meine eigentliche Idee war jetzt, die Tabaksteuer nochmal richtig schön nach oben zu hauen. Allerdings ist in 4 Runden eine Wahl. Deswegen sehe ich doch davon ab und gehe einmal hier rein und zeige euch das, was ich eigentlich noch vorhatte. Nämlich hier die Anti-Rassismus-Woche. Jawohl, so schaut es nämlich aus. Da sind die Liberalen nämlich gleich wieder am Start. Kostet nicht die Welt. Und wir tun was Gutes, um diesem Schmarrn wie Rassismus entgegenzuwirken. Des Weiteren hatte ich noch eine Sache. Wir werden hier einmal kostenlose Sehtests verteilen. Ich meine, ja, das erklärt sich ja von selbst. Wir haben relativ viele Leute, denen das zugutekommt. Das ist doch eine schöne Sache. Kostet auch nicht die Welt. Können wir uns absolut leisten aktuell.
Wenn wir schon so einen tollen Überschuss haben, mit unseren zwei können wir nicht mehr viel machen, den nehmen wir dann lieber in die nächste Runde. Und dann hoffe ich mal, dass unsere Popularität doch langsam wieder nach oben geht, da wo sie eigentlich hingehört. So, wir schauen einmal weiter. Positive Diskriminierung. Es werden Forderungen nach einem Gesetz laut, das Quoten für die Beschäftigung ethnischer und anderer Minderheiten in großen Konzernen und Regierungseinrichtungen vergeben soll. Dadurch würde auf Unternehmen Druck ausgeübt, Jobkandidaten basierend auf Herkunft, Geschlecht oder Alter zu bevorzugen. Verabschieden? Wir brauchen dieses Gesetz. Aus wirtschaftlicher Hinsicht ergibt es überhaupt keinen Sinn, Menschen, die über oder unter einem gewissen Alter liegen, erwerbsunfähig zu machen. Und in Bezug auf Menschenrechte ist es ein dringender Ausgleich jahrelanger Diskriminierung von ethnischen Minderheiten, Frauen sowie älteren und behinderten Menschen am Arbeitsplatz. Ablehnen? Dieses Gesetz ist durch und durch fragwürdig. Es ist völlig sinnfrei, Diskriminierung mit Diskriminierung zu bekämpfen und es entstehen Konflikte. Angehörige der Minderheiten haben das Gefühl, eine Stelle nicht wegen ihres Könnens bekommen zu haben. Und die Person, die den Job eigentlich bekommen hätte, missbilligt die Entscheidung. Und da habe ich tatsächlich eine ganz klare Meinung. So, jetzt haltet euch mal fest. Jegliche Art von Quote, egal welche, Frauen, Minderheiten, von mir aus auch Männer, Weiße, Schwarze, es ist egal. Quoten gehören doch zu sowas überhaupt nicht hin. Überhaupt nicht. Wir wollen Firmen haben, die konkurrenzfähig sind und die Firmen selbst wollen natürlich konkurrenzfähig sein. Nur dann können sie wachsen. Nur dann können sie danach noch mehr Leute einstellen, weil sie eben mit einem Wachstum von ihren bisherigen Arbeitnehmern zu rechnen haben, weil die gut arbeiten. Und wenn ich jetzt anfange und die hier das Ganze verwasche, also die Qualität zumindest, weil de facto wird dann nicht mehr nach Qualität ausgesucht, Freunde. Es wird nicht mehr nach Qualität geschaut. Wer ist die bestgeeignetste Person, die diesen Job in den Augen der Firma haben sollte? Und da muss ich ganz klar sagen, da bin ich absolut gegen jegliche Quote, egal bei irgendwas, sei es bei Politikern, sei es bei Firmen, sei es sonst irgendwo. Ganz, ganz klare Angelegenheit für mich. Deswegen Gesetz ablehnen. Liberale, ganz ehrlich, ethnische Minderheit, ganz ehrlich, ich habe es hier ausführlich erklärt, warum. Ist auch natürlich meine Meinung. Da können sich die Geister natürlich streiten, ist aber meine Meinung. Und ja, wer Qualität haben möchte, der muss Qualität einstellen. Und wenn das bei einer Stelle, die jetzt 10 offene Stellen hat oder beim Arbeitgeber, der 10 offene Stellen hat und es sind dann 10 Frauen, die genommen werden, weil die einfach besser waren, dann sind es 10 Frauen, liebe Männer. Ja, und Qualität muss sich durchsetzen und nichts anderes. Was hat der Günther Jäger hier für ein Problem? Günther Jäger arbeitet derzeit als Minister für öffentliche Dienste und ist mit ihren aktuellen Regierungspolitik unzufrieden. Naja, gut. Du, ganz ehrlich, Günther, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, was willst du? Du wirst das hier, geschlossene Wohnanlagen willst du haben, oder was? Ja, tatsächlich, das würde ihn wohl anscheinend wieder zurückbringen. Da muss ich aber jetzt mal ganz kurz sagen, lieber Günther Jäger, wir schauen uns das erstmal genauer an, ansonsten schmeißen wir dich nämlich einfach raus. So, oh, der Haushaltsbericht, 25,9 Milliarden, das schmeckt sehr, sehr gut. Und hier hätten wir wieder eine Wahlkampfrede, das war beim letzten Mal äußerst erfolgreich. Wir müssen jetzt nur kurz einmal gucken, welche Kombination wir nehmen. Also wir gehen natürlich das Ganze wieder klassisch an, wir nehmen hier einmal Arme, die wir zufriedener machen, dafür Vermögende etwas mehr unzufrieden, aber schaut mal das hier. Die Armen haben eine Mitgliedschaft von 43%, die Vermögenden von 7%. Zufriedenheit ist bei den Vermögenden eh schon schlecht. Wir sind kein Land für Vermögende. In der Realität nicht und in diesem Spiel auch nicht. Wir sind es nicht. Wer vermögend ist, zahlt Steuern. Ganz einfach. So, und bleibt ja trotzdem vermögend. Man wird nur nicht through the roof reich. Ne? So, deswegen. Arme nehmen wir gerne mit rein. Dann die Liberalen, allerdings machen wir die Konservativen damit ganz deutlich kaputt, aber Liberale sind halt wichtig. Dann nehmen wir die Beamtenpersonen wieder mit dazu und die Autofahrer, weil das ist dieser Trade-off irgendwie, weiß auch nicht warum, kriegen die Autofahrer hier was Positives ohne negatives Gegengewicht. Deswegen würde ich sagen, die Rede können wir einmal so halten.
So, da schaut es doch wieder ganz gut aus. Die Linie geht weiter nach oben und immer weiter nach oben. Und jetzt der Trade-off von den Beamten zu den Selbstständigen. Und zum Schluss nochmal richtig schön ein Raushauen mit den Autofahrern. Jawollo. Hey, war gut. War gut. Kann ich wieder mal. Also reden. Reden können wir. Muss man uns mal lassen. So, haben wir sonst irgendwas, was hier wichtig gewesen wäre? Nee, ansonsten passt alles. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Oh Gott, was ist denn mit Günther Jäger passiert? Warum ist denn der so klein hier geworden da hinten? Muss ich mal ganz kurz mein Kabinett anschauen. Das ist auch der Einzige, der ein Problem hat mit seinen... Ach komm, weißt du was? Günther Jäger, sei du Günther Jäger und lass die anderen Leute jetzt hier einmal ran. Wie zum Beispiel hier, Hilmar Ziegler würde gerne mitmachen in unserem Game. Würde auch eine ordentliche 1-6 bringen, ein bisschen was im Wahlkampf. Oder hauen wir uns jetzt hier nochmal jemanden mit rein, der weniger für öffentliche Dienste vielleicht geeignet ist, aber dafür im Wahlkampf absolut am Start ist und sogar 2,1. Ja, Caroline Pfeiffer. Caroline, Mensch, du kommst aber mal schön rein mit ins Team, ne? Das fand jetzt die hier nicht so lustig, die Agnes Pohl, dass wir den Günther rausgeschmissen haben. Die haben wahrscheinlich immer Kaffeerunde gehabt und das geht jetzt nicht mehr. Schade, schade, schade. So, wir haben in 3 Runden unsere Wahl. Das heißt, trotzdem nochmal Wählerstimmen generieren. Das heißt nämlich, dass wir Wahlversprechen wiedergeben können. Sitzt da irgendwas dabei, was interessant wäre? Naja, nicht allzu viel, um ehrlich zu sein. A, sind das ziemlich krasse prozentuale Werte, die hier rausgehauen werden. Die muss man tatsächlich erstmal realisieren. Und B, sind das alle Sachen, die wir eh schon angegangen sind. Und zwar in die Richtung, in die wir wollten. Okay, also das wird es jetzt eher nicht. Ansonsten werden wir hier trotzdem noch unsere Leute, die uns fundraisen. Sollen wir noch mal einen Medienstunt hinlegen? Vertrauenswürdigkeit könnte besser sein. Kommt Leute, wir hauen nochmal so einen richtigen Medienstunt raus. Den hat es allerdings schon erledigt, den wahrscheinlichsten. Dann hätten wir hier von 65% eine Erfolgschance. Sollen wir das jetzt machen oder nicht? Ich habe echt Schiss. Nee, ich habe echt Schiss. Wenn das nämlich schief geht, dann wird es dann doch vielleicht knapp. Und das mag ich nicht. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, ob wir was raushauen können, was die Leute eher glücklich macht. Hier haben wir doch was, eine Jugendclub-Zuschüsse, also Jugendclub-Zuschüsse, dass die hier einen schönen Jugendclub gründen können. Das kostet nichts, macht super glücklich und die Kriminalität geht sogar noch runter. Also nur positive Dinge. Okay, 2 Punkte lassen wir wieder übrig und schauen einmal in die nächste Runde. Oh, unser BIP geht ein bisschen runter, das sehen wir natürlich nicht so gern. Das ist ja irgendwie doch. Sehr, sehr wichtig. Hier haben wir wieder so ein Massenurteil. Ja gut, da können wir nichts machen. Wahlkampfreden verfügbar. Nochmal oder was? Tatsächlich, wir könnten nochmal eine raushauen. Ich glaube aber, es passt jetzt dann schon, oder? Oh, wieso ist die nicht besser hier? Die Normalverdienten wieder, die hauen rein. Jetzt hätten wir tatsächlich zum ersten Mal so viel Geld, dass wir eventuell über Steuersenkungen nachdenken könnten, wenn wir hier 30 Milliarden... im Plus sind, das steht hier sogar, und könnten Steuersenkungen in Erwägung ziehen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Bürokratie wird hier anscheinend ein Problem. Okay, geheime Ermittler, ja, die bleiben aber. Die haben wir extra so eingestellt vielleicht. Ansonsten schaut es eh gut aus. Jetzt ist die Frage, reicht uns die Popularität so oder müssen wir noch Zugeständnisse machen, so kurz vor der Wahl? Was, wisst ihr, was wir machen können? Wir können den typischen Trade-off machen, den sie in echt auch immer machen. Nehmen ein bisschen wo und nach der Wahl... Nee, also geben erstmal ein bisschen was und nach der Wahl nehmen wir wieder ein bisschen was. Zum Beispiel könnte man ja die Umsatzsteuer mal so auf den jetzigen Wert von 19% bringen. Also de facto eine Steuererleichterung. Halt mal an, die andere Frage ist allerdings Einführung, Verzögerung, eine Runde. Aha, das wollte ich jetzt noch schauen. Nicht, dass das dann 3 Runden dauert und dann haben wir eigentlich gar nichts damit getan. Das wäre jetzt nicht so das gewesen, was ich damit vorhatte. 19%, wie in der Realität auch. Ein kleines, aber feines Steuergeschenkchen von uns.
Und jetzt geht es wieder darum, Leute glücklich zu machen, die, hier seht ihr schon, weit vertreten sind. Liberale und Kapitalisten, die schließen sich allerdings gegenseitig aus. Die Umweltschützer lieben uns, mein Gott. Beamte auch und die Normalverdienenden eher nicht, aber da geht's rein um Steuer. Dann haben wir doch hier noch einen schönen Heizkostenzuschuss mit rein, damit die Leute nicht frieren. Auch aktuell Thema, können wir auch ganz hoch machen. Da freuen sich doch alle, die Armut geht runter. Wunderbärchen. Und wenn es kalt wird und man es dann schön warm hat, an wen denkt man dann? Welches Bild hängt dann über der Heizung? Genau das von unserem Gesicht. Also diese Normalverdienenden, die mögen uns schon überhaupt nicht, oder? Was ist denn los mit euch? Die Solidaritätssteuer habe ich de facto schon reduziert, Freunde. Muss ich jetzt noch hier reingehen in die Erbschaftssteuer? Die ist ja gar nicht mal so hoch. Na, dann gehen wir doch da noch rein in die Masse und hauen das Ding runter. Das ist ja gar nicht mal so schlimm wie gedacht, jetzt wo der Weltmarkt langsam aber sicher aufhört, völlig zu spinnen. Okay. Na das müsste doch jetzt langsam ein bisschen beruhigt haben, oder? So, was haben wir jetzt? Strengere Führerscheinprüfungen. Tja, damit neue Fahrerinnen besser auf die Verkehrsbedingungen vorbereitet sind und die Fahrsicherheit zu erhöhen. Einführen, die derzeitige Führerscheinprüfung mögen ausreichend gewesen sein, als Autos noch 30 km/h fuhren und es noch keine sechsspurigen Autobahnen gab. Aber die Zeiten haben sich geändert, die Fahrerinnen werden zunehmend von Smartphones abgelenkt und können dabei ohne jede Erfahrung rasend schnelle Fahrzeuge in allen Wetterlagen fahren. Der Kinder zuliebe, die jedes Jahr überfahren und getötet werden. Hoppala, das hört sich ja dramatisch an. Wir brauchen strengere Führerscheinprüfungen. Keine Änderung. Alles kann bleiben, wie es ist. Es bleibt, wie es ist. Wenn überhaupt, werden Fahrzeuge dank moderner Technologien wie Kollisionserkennung und Unfallsicherheitssystemen jedes Jahr sicherer. Die Führerscheinprüfung kostet bereits jetzt riesige Summen und dauert eine gefühlte Ewigkeit. Es wäre einfach eine Belastung für neue, junge Fahrerinnen. Sehe ich tatsächlich auch so. Also, bei aller Liebe, die ist jetzt schon umfangreich, unsere aktuelle Führerscheinprüfung. So, also da erstmal, was waren denn das? 12 Theorieeinheiten und von den Praxisstunden, also da habe ich mindestens, wie waren das damals? Da habe ich mindestens 4-5 Wochen war ich mit dem Führerschein zugange. Das war schon ein bisschen wild, teilweise. Also von dem her keine Änderung und wie schon gesagt, die Autos, jeder ist auch ein bisschen für sein eigenes Glück verantwortlich. Ne? Ich muss ja A, meinem Kind nicht erstmal das größte Muscle Car schenken als allererstes und B, dann wird es halt das bessere Auto von mir aus mit den ganzen Systemen und ob jetzt einer aufs Smartphone schaut oder nicht, da bringt es mir auch nicht, wenn die Führerscheinprüfung doppelt so lang dauert und doppelt so viel kostet. Die ist nämlich tatsächlich teuer genug. Keine Änderung. Was? Die Eltern finden es blöd? Die zahlen den Mist doch dauernd. Ja, gut. Gut, müsst ihr wissen, ob ihr das gut oder schlecht findet. Ansonsten schaut es hier alles paletti aus. Ich glaube, mit der Popularität kommen wir auf jeden Fall durch. Wie viele Runden sind es? Noch eine Runde noch bis zur Wahl. Ja, Sackelzement. Sackelzement. Warum ist jetzt hier irgendwas rot hier oben? Gibt es ein Problem? Um ehrlich zu sein, eigentlich nicht. Das hat sich auch verbessert. Da machen wir jetzt keinen Medienstunt. Habe ich ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Wie schaut es denn hier nicht aus? Ja, schaut doch mal an, wie glücklich die Leute sind. Die haben sich noch nicht mal zusammengerottet zu irgendeiner Gruppe oder irgendwelchen Aktivisten, die sich hier bescheuert auf Straße kleben oder sowas. Idioten! Okay. Ja, wenn es jetzt so weiter nichts gibt, aber die 21 Punkte sollten wir schon irgendwo ausgeben. Andere Frage, wie lange dauert das mit der Tabaksteuer? Auch wieder nur eins. Die würde ich aber trotzdem ganz gern holen. Jetzt bin ich einfach mal so confident und sage, hier vor der Wahl bin ich beliebt genug. Da können wir die Tabaksteuer auch nochmal ganz hochsetzen. 5 Punkte haben wir noch. Jetzt gehen wir nochmal 5 Punkte aus für ein Schmankerl. So, für ein Geschenkchen. Ne? Umsatzsteuer sind wir schon angegangen. Die Lohnsteuer, die ist allerdings sehr mächtig. Dennoch, dann gehen wir halt eben auf, dass es gerade noch Mittel anzeigt. Na, wir sind ja da nicht so. Okay, meine Freunde, jetzt geht's los.
Unsere zweite Wahl in unserer Amtszeit steht uns ins Haus. Sind wir mal gespannt, was rauskommt. So, und da sind wir wieder. Die Election Results out of Germany sind in the house. Und wir schauen mal ganz kurz. Wir sind natürlich wieder auf der linken Seite. Und hier sind sogar Zahlen. Man sieht das mit dieser türkisen Farbe und der weißen Schrift ganz hervorragend. Ich kann noch nichts markieren oder sowas. Ja, wir werden jetzt einfach sehen, ob es reicht oder nicht, ne? So, die Freiheitsbrigade, Maro, die Freiheitsbrigade, runter mit dir. Sag aber, die Freiheitsbrigade war mittendrin und hat uns fast, naja, am Ende ganz, ganz, ganz klare Angelegenheit. Aber kurz war die Freiheitsbrigade einmal hier unser ärgster Konkurrent. Was war denn da los? Okay, das Türkisene dürfte dann dementsprechend unser Balken sein. Wer hat denn die Rentner, haben wir jetzt fast gar nicht gewählt? Okay. Ansonsten schaut es eigentlich überall gut aus. Arme lieben uns. Auch schön. Liberale haben wir dann doch noch mit ins Boot geholt. Super. Nächste Amtszeit. Geil. Hier kann jeder bleiben, wie er ist. Alle grün. Das ist doch schön. Ja, haben wir immer noch 15 Milliarden Überschuss, obwohl wir Steuern gesenkt haben. Ist das nicht schön für alle? Also ich finde es toll. Mein Gott, sind die alle zufrieden. Was haben wir hier? Ah, Redigieren der Schulgeschichtsbücher. Viele der Schulbücher für den Geschichtsunterricht sind überholt und zeigen ein doch recht verherrlichtes Bild der Vergangenheit unseres Landes und seiner Errungenschaften. Also das wage ich ja jetzt mal zu bezweifeln. Ich so gefühlt so 7/8 vom Geschichtsunterricht waren, wie böse wir doch waren in der Vergangenheit. Und ein bisschen auch zu Recht natürlich, will ich jetzt gar nicht dagegen reden, auch wenn ich mich erinnere und mir dachte, kann das Thema, gab es keine andere Geschichte außer den Zweiten Weltkrieg, weil das so allumfassend war, was den Geschichtsunterricht anging. Na gut, deswegen wage ich mal zu bezweifeln, aber wir lesen mal weiter. Aktivistinnen, da bin ich ja fast schon wieder raus, schlagen vor, den Geschichtsunterricht für unsere Kinder stark abzuändern und unsere Geschichte von einem modernen Standpunkt aus zu betrachten. Nö, sehe ich nicht so. Bleibt, wie es ist. Wir gehen in unsere dritte Amtszeit, meine Freunde. Und wahrscheinlich, ja, müssen wir mal schauen, wahrscheinlich sogar auch die letzte. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, so, wir haben das hier hervorragend gemacht. Das Land läuft absolut rund. Die Staatsschuld wird mehr und mehr abgetragen. Überschüsse sind da, Popularität ist da, die einen und die anderen. Ja, da kann es vielleicht so ein paar Problemchen geben, die Normalverdienenden. Ja, gut, bei den Normalverdienenden, die möchten natürlich keine Steuern zahlen. Die finden das irgendwie blöd, dass da irgendeiner kommt und sagt, du, pass auf, damit der Laden hier läuft, müsstest du ein bisschen Entgelt entrichten. Das mögen die nicht so gern. Es ist, wie es ist, aber, meine Freunde, ansonsten läuft der Laden hier eigentlich hervorragend. Und wir können da mal schauen, ob wir so ein paar in unserer letzten Legislaturperiode hier so ein paar verrückte Dinge mit reinnehmen. Ich kann ja schon mal so ein paar präsentieren, die ich gefunden habe. Zum Beispiel Atomwaffen wird es geben. Da können wir uns doch mal ausstatten mit so ein paar rein zur Abschränkung. Abschränkungen natürlich. Und das andere, was recht witzig war, also hier sind natürlich die ganz krassen. Hier ist dann auf einmal Todesstrafe. Homosexualitätsverbot. Ja, Ausgangssperre und solche Geschichten. Entscheidungsverbot, das ist doch nett. Wow, das würde einige ganz schön dahinraffen, habe ich so das Gefühl. Und ja, gibt es so ein paar verrücktere Sachen. Mars-Programm, da hätte ich auch Bock drauf. Kostet natürlich die Welt, muss man sagen. Kostet die Welt rein vom politischen Kapital als auch von den eigentlichen Kosten. So haben wir den Laden auf alle Fälle ganz gut im Griff und schauen jetzt eben noch die eine Legislaturperiode, was uns da so alles erwartet. Ja, meine Freunde, soll es gewesen sein. Bis heute, von heute, whatever. Ich wünsche euch, wie immer, alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.